Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Ich stehe vor Palme und Garagentor aus dem Grund, dass wir heute den neuen Camper abholen. Was es genau geworden ist, wieso und welche Vorteile wir davon haben, seht ihr im Verlauf des Videos. Das ist jetzt tatsächlich unser Camper, der Ahorn Camp 595. Das ist ein Alkovenmodell, 6 Meter Länge oder besser gesagt ganz knapp unter 6 Meter, irgendwie mit 5,99. Und wir haben jetzt auch schon mal die Markise ausgefahren. Motorhaube ist offen und ich würde sagen, jetzt schauen wir uns mal im Detail an und dann verrate ich euch, warum wir genau auf dieses Modell gekommen sind. Schaut mal, wie gut. Also wir haben vorne eben den Alkoven, da können zwei schlafen. Hinten über der Heckgarage können auch noch zwei Leute schlafen. Und wir planen natürlich, zwei Bikes in die Heckgarage zu tun. Das ist dann diesmal abgetrennt vom Wohnraum und dadurch beeinträchtigt den Wohnraum einfach nicht. Deswegen sind wir jetzt tatsächlich auf die 6 Meter gegangen. Und dann haben wir noch die Möglichkeit, maximal drei Räder hinten zu transportieren. Den gibt es auch als Viererträger. Wir haben jetzt den Dreier, weil wir hätten halt einfach vor, nur zwei Bikes hinten drauf zu tun. Eins dann ganz nach innen, eins ganz nach außen, sodass die Bikes auf keinen Fall zusammen kuscheln. Hier kommen dann natürlich die Gasflaschen rein. Da kann man maximal 2x11 Kilo rein tun. Hier haben wir die Batterien, im Moment noch AGM-Batterien. Vielleicht rüsten wir die noch um. Und den Ladebooster. Und jetzt würde ich sagen, geht ab nach innen. Wow. So. Innen drin, weil wir gerade die Batterien angeschaut haben, haben wir hier auf der Seite den Wechselrichter. Dadurch, dass der diesmal direkt verbaut worden ist von Ahorn, funktionieren auch alle Steckdosen mit dem ganz normalen Steckdosenstrom sozusagen, sobald der Wechselrichter angeschaltet ist, was halt ein Riesenvorteil ist im Vergleich zu sonst immer. Und das ist jetzt eben das Bett über dem Alkoven mit zwei Schlafplätzen und hinten die anderen zwei Schlafplätze. Hier gibt es jetzt mal einen kleinen Einblick ins Badezimmer. Sehr geräumig, allerdings planen wir daraus eher einen Schrank zu machen. Wir werden dann voraussichtlich wieder draußen duschen, was sich aber auch ergibt, weil man hier eben die Möglichkeit hat, einfach den Duschschlauch übers Fenster nach draußen zu ziehen und dann halt vor dem Van zu duschen. Hier unsere Aussicht auf ganz, ganz viele weitere Modelle. Selbstverständlich die Kochplatte mit mehr als ausreichend Platz zum Kochen. Drei Flammen, ein geräumiges Waschbecken, auch wenn ich da lieber draußen spüle, wenn es sich ergibt. Aber eben die Option, drinnen zu spülen, ist immer super. Und ich mache mal eins der Schränkchen auf, weil die sind wirklich auch riesengroß und super schön aufgeteilt. Ich glaube, da muss man eher aufpassen, dass man dann nicht zu schwer wird. Platzmangel sollte hier keiner sein. Auch da hinter dem Sitzpolster nochmal ein Riesenschränkchen. Ich mache es jetzt einfach mal so runter. Dann habt ihr die Option, hier reinzuschauen. Und vielleicht kann das jetzt zum Beispiel der Kleine mit seinem Spielzeug beziehen. Super viel Platz. Bedienpanel. Ja, wirklich super viele Fenster. Und jetzt würde ich sagen, bauen wir mal die Dinette, die Sitzecke, um und schauen, wie es dann so ausschaut. So, lasst uns mal testen. Ich habe es jetzt selber noch nie gemacht, aber ich denke, das werden wir schon hinkriegen. Hier sind schon mal rote Hebelchen. Und da dreht sich schon was. Da muss man immer aufpassen, in welcher Position die Stühle sind. So sieht das dann aus, wenn die Stühle umgedreht sind. Und hier hat man dann wirklich ultra viel Platz. Der ist natürlich jetzt breiter als die Vans, die wir sonst immer hatten. Entsprechend wird es gruselig fürs Fahren erstmal, aber vom Innenraum ist es halt unglaublich, was für ein Raumgefühl man hier erlebt. Hier haben wir so ein Bedienpanel. Da kann man alle Lichter komplett ausschalten. Hier ist die Drittstufe. Nein. Hä? Doch. Drittstufe weg. Ich mache die Drittstufe kurz raus. Drittstufe raus. Dann haben wir hier oben das große Bedienpanel. Da können wir zwischen 1, 2 und 3 wählen. 1 sind die Lichter da oben, das ist alles Touch. Und auch die Lichter hinten, die sind jetzt aber gerade aus. Und wenn ihr seht, wenn ich länger die 1 drücke, oder kurz drauf tippe, besser gesagt, dann ist schon wieder aus. 3 sind diese großen Lichter und die kann man auch dimmen. Dann haben wir hier noch die Wasserpumpe und das allgemeine An-Aus. Hier können wir checken, wie die ganzen Ladestände ausschauen. Allerdings habe ich keine Ahnung, wie. Doch, so, cool. Das ist die Aufbaubatterie, das ist die Batterie vom Auto und das hier war der Wasserstand. Und dann haben wir irgendwo noch den Abwasser gehabt. Ah, das war, glaube ich, hier, wenn es voll ist. Der Blitz hat keine Bedeutung, hat er gesagt. Das hier ist, wenn außen Strom angesteckt ist und das waren eben die ganzen Lichtgeschichten. Wir werden, wie ihr an den Reifen schon seht, auch Wintercamping machen, weil wir haben schon Winterreifen drauf. Also Winterreifenpflicht in Österreich ist ab Oktober, gehe ich mal von aus. November, werde ich korrigiert. Und das wird spannend, weil jetzt haben wir komplett GFK
Und ein bisschen eine Umstellung wird sein, weil wir heizen ja mit Gas und nicht mehr mit Diesel. Sommerreifen sind schon im Auto, Heckträger ist drauf und es kann losgehen. Und dadurch, dass wir ja mit Gas heizen, kochen natürlich, wir haben 2x11 Kilo, geht auch der Kühlschrank sowohl mit Strom als auch mit Gas, allerdings nicht mehr mit den Aufbaubatterien, was anders werden wird für uns, weil der wird dann einiges über Gas laufen und wir werden unseren Gasverbrauch im Auge behalten müssen. Allerdings werden wir vermutlich nicht mehr ganz so viel Batterieprobleme in Anführungszeichen haben, weil wir eben den Kühlschrank nicht mehr über Batterie laufen haben. Und auf dem Automatikmodus haben wir schon gesehen, da wird er beim Fahren dann mit 12 Volt funktionieren, beim Gehen ohne Strom von außen mit Gas. Und wenn man eben von außen den Strom, den Landstrom ansteckt, dann wird er ganz normal über den Landstrom laufen. Da wir gerade schon beim Thema Kühlschrank sind, dachte ich mache ihn auch mal kurz auf. Der ist nämlich relativ groß. Schaut mal hier. Und mit Eisfach natürlich. Ham, 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 ham. Einmal das Wohnmobil von oben. Das ist das Autarkie-Paket mit 2 Solarmodulen. Und dementsprechend wird uns hoffentlich nie die Energie fehlen. Und ich darf die alte halten. Ja klar. Safety first. Was geht's wieder runter? Man möchte nicht glauben, dass ich, oh mein Gott, Bergsport betreibe. Weil wir es gerade schon offen haben, machen wir gleich noch einen Blick unter die Motorhaube. Gut, dass ich nicht Handwerker geworden bin. Ich hätte keine Ahnung, was zu tun ist, aber es sieht sehr sauber aus. Nico prüft immer alles ganz fleißig. Hast du schon was entdeckt? Ja, was ist das hier? Und? Ah, Reifenset. Also wir haben keine Ersatzrad. Die Firma Ahorn Camp hat gleich 2 Standorte in Speyer. Einmal den Standort, den ihr jetzt schon gesehen habt mit Ausstellungshalle und eben auch Abholung der Neufahrzeuge. Auch noch einen zweiten Standort mit Ahorn Rent, wo man die Leihmobile holen kann. Und die Servicestation, wo man sein Auto zur Reparatur oder zur Inspektion bringt. Wir stehen hier gerade in Speyer in unserer Hauptniederlassung im großen Service Center. Einweihung war dieses Jahr im April 2022. Hier im Service Center haben wir viele Bereiche für unsere Kunden, die sie im Anschluss nach dem Kauf in Anspruch nehmen können, aber natürlich auch schon vorher. Und ja, kurz gesagt, wenn du ein Fahrzeug bei uns kaufst und gerne eine Inspektion in Anspruch nehmen möchtest oder irgendeinen anderen Service, musst du nicht unbedingt zu uns nach Speyer kommen. Wir haben nämlich noch einige andere Handelspartner in Deutschland verteilt, sieht man hier auf der Karte sehr gut. Das heißt, du bist nach dem Kauf sehr gut aufgehoben und kannst dich auch an unsere professionellen Handelspartner in Deutschland wenden, wenn du Service in Anspruch nehmen möchtest nach dem Kauf. Hier in unserem großen Service Center in Speyer haben wir verschiedene Anlaufstellen für dich als Kunden oder generell als Interessenten. Wir haben unser Service Center zusammen mit Ahorn Rent. Das heißt, wenn du nicht direkt kaufen möchtest, erstmal ausprobieren möchtest, kannst du natürlich auch erstmal unsere Vermietung in Anspruch nehmen. Genauer gesagt, wenn du aber dein Fahrzeug gekauft hast, ist für dich natürlich der Service sehr interessant. Wir nehmen hier am Empfang unsere Kunden direkt entgegen, mit oder ohne Werkstatttermin zum Beispiel. Hier werden unsere Garantieanträge bearbeitet. Im Backoffice bearbeiten unsere netten Kolleginnen deinen Anruf, bereiten Termine vor. Wir haben unsere Pre-Sale-Abteilung, die sich um Beanstandungen kümmert und im engen Kontakt mit dem Werk in Italien steht. Wir haben unser Ersatzteillager, wo immer genug Ersatzteile vorhanden sind, wenn irgendwas ist mit deinem Neufahrzeug oder gebrauchten Fahrzeug, dass du zu uns kommen kannst. Und unsere Kollegen bearbeiten das und es wird auch direkt hier in der Werkstatt dann natürlich auch verbaut. In unserer Werkstatt dann, wie gesagt, die Instandhaltung wird dort vorgenommen. Wir haben verschiedene Inspektionen, wo unter anderem auch die Dichtigkeit von deinem Wohnmobil geprüft werden kann. Dann haben wir auch noch unseren DDS-Service, Direct Dealer Service, da werden unsere Handelspartner, wo wir es vorhin schon mal von hatten, betreut, die wir deutschlandweit haben. Genau. Und generell, wie ich bereits gesagt habe, haben wir auch noch Ahorn Rent. Das heißt, unsere Kollegen hier vor Ort betreuen auch die ganze Vermietung von vorne bis hinten, übergeben dir dein Fahrzeug, nehmen es wieder an, nehmen es wieder zurück und beraten dich auch, wenn du nicht genau weißt, was möchte ich eigentlich, was brauche ich eigentlich für eine große Familie, für ein Pärchen oder wenn ich einfach allein unterwegs sein möchte. Also hier haben wir alles unter einem Dach, sind immer gerne für dich da und für euch da. Erwähnte Verfügbarkeit nicht nur der Reparaturteile, sondern auch der Fahrzeuge generell war für uns natürlich ein wichtiger Punkt, weil wie ihr wisst, haben wir derzeit Wartezeiten von teilweise über 2 Jahren auf Camper und bei Ahorn hatten wir die Möglichkeit, unser Traummobil sehr zeitnah zu erhalten.
Jetzt haben wir einen kleinen Einblick für euch in die Werkstatt. Hier werden die Reparaturen gemacht, die Instandhaltungen und die Inspektion. Und unter anderem kann man hier zum Beispiel auch die Dichtheitskontrolle machen lassen. Falls ihr jetzt auch Interesse an einem neuen Camper haben solltet, dann habt ihr hier die Möglichkeit, euch alle Modelle in Ruhe anzuschauen. Natürlich nicht nur von außen, sondern auch von innen. Und es gibt die Möglichkeit, sowohl neu als auch gebraucht Fahrzeuge zu kaufen. Schaut mal, alles offen und das bei jedem Modell, das ist wie ein Paradies. Das war übrigens das zweite Modell, was ich super interessant gefunden habe. Wenn man nur 2 bis 3 Bikes mitnehmen möchte, dann wäre das hier der Hit. Allerdings ist da die Garage eben nicht ganz so groß. Aber es gibt auch die Möglichkeit für ein Hubbett nochmal. Also das hier finde ich wirklich auch super spannend. Damit geht es für uns ab auf die erste Fahrt und ich kann euch beruhigen, es war überhaupt kein Problem von der Breite. Ich bin super zurechtgekommen, sogar in den Baustellen. Echt klasse.